Und ich denke, dass es jetzt losgehen wird. Überall zerbrochene Glasflaschen. Hier ist der Schlüssel. Können wir schon mal mitnehmen. Können wir da irgendwas nehmen? Hm, tatsächlich nicht. Hier können wir was nehmen. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen, auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst ein Ich habe dir ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel Liam Brickstone. Ist er wirklich durchgedreht? Ich glaube, das werden wir aber auch noch erfahren. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Ja. Also die Geschichte. Oh Gott, das ist das Rotkäppchen. Ach du heilige Scheiße. Ja, das möchte man keinem Kind als Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Und ich warne euch schon mal, ich möchte nicht spoilern, aber ich warne euch schon mal, dass das Spiel noch heftiger wird. Und ich mache mir das Licht an. Ich denke mal, dass wir hier noch irgendwas erkundschaften können. Ist hier auch noch irgendwo Licht? Oder auch nicht. Ah, guck mal, hier können wir Licht anmachen. Joa. Ich entschuldige mich jetzt schon im Voraus dafür, falls ich extrem fluchen werde, weil mich das Spiel total erschreckt, weil ich bin sehr schreckhaft. Das glaubt man mir zwar nicht, aber ich bin es wirklich. Also gerade so bei Psycho. Ich liebe dieses Spiel aber. Ich hab's gesehen und hab mich verliebt. Das ist jetzt no joke. Okay, können wir nicht dran. Können wir sonst noch irgendwo dran? Hier kommen wir auch nicht dran, okay. Dann gehen wir mal ins Kinderzimmer. Ach du heilige Scheiße. Ich will nicht wissen, was da drin los ist. Wir gehen erst ins Kinderzimmer. Und dann da rein. Können wir hier irgendwo das Licht anmachen? Nicht. Na gut. Man sieht ja auch genügend. Hier ist noch was. Ne, das mache ich gleich. Ich glaube, da passiert nämlich was. Hier ist eine Rassel. Hier ist nichts drinne. Hier ist ein Teller drinne. Ich gucke mich erstmal um, bevor ich die Spielorgel. Spieluhr betreibe und beziehungsweise benutze. Dazu muss man sagen, ich bin ja nebenbei im Livestream und ich denke mal, dass meine Zuschauer dort
mich jetzt auslachen werden für so manche Dinge, wo ich mich erschrecke. Aber egal, komm, wir nutzen mal die Spieluhr. Okay. Das ist einfach die Titelmelodie. Die Spieluhr-Version. Und ich hoffe, dass wir da vorne links nicht reinkommen. Ach, bitte, bitte, bitte. Oh, puh. Ich habe so Schiss. Wollen wir dann doch mal reingehen? Doch, wir kommen da rein. Ins Schlafzimmer. Das Bett ist leer, aber hier stehen überall Weinflaschen rum. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat's wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Oh, ein Zeitungsartikel. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht, in der Opfer wird eine Nacht zum Erinnern. Achso, in der Nacht, in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern, sorry. Mag zwar noch keine bekannte Name sein, aber erwarten Sie es nur ab. Die unglaubliche begabte Multiinstrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußert sich der berühmte Pianist Daniel Ritschier. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher geringschätzig Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel: Es gehört mir mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der ge gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Giles einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf ein erneutes. Geht leider nicht weiter. Ja, ich will die mittlere Schublade. Anziehsachen. Nichts. Hier ist noch was. Galactis große Eröffnung in Flammen. Verheerenden Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lange erwartete Eröffnung des Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden. Als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ, während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den Flammen Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Shefeld, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Aber wenn er doch das Kom den Kommentar dazu ablehnt, beziehungsweise nichts dazu sagen möchte, kann es sein, dass er vielleicht was damit zu tun hat? Okay, hier ist Schmuck. Ich meine, auszuschließen ist es ja nicht. Hier kommen wir nicht dran. Ich will nicht in den Keller gehen, deswegen. Hier können wir noch gucken.
Kleidung. Kleidung. Boah! Der wohl billigste Jumpscare lässt mich erschrecken, Alter. Ich pack's nicht mehr. Okay. Ja. Gut, dann wollen wir wieder runtergehen. Das sind sehr komische Zeichnungen. Aber man nennt es halt Kunst. So. Ich will lieber hier rein statt runter in den Keller. Oh, unser Atelier, oder wie man das noch nennt. Oh, wir haben was getriggert. Mach's diesmal richtig. Ja, das ist auch das, was uns gesagt wurde. Na, fuck. Na, komm. Okay, das. Unsere Malutensilien. Überall kaputte Flaschen. Oh, warte. War hier nicht noch was drin? Hier sieht aus wie eine Zeichnung. Okay, hier können wir was nachlesen. Ich habe es so satt, dass wir uns über diesen Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Vielleicht eine Ehekrise? Okay, leere Rollen. Ist das noch das Vorgeplänker? Weil ich wollte nicht partout nicht in den Keller gehen. Eventuell habe ich was verpasst. Das tut mir dann noch leid. Hier kommen wir nicht dran. Hier auch nicht. Gut. Oh oh. Zerbrochene Malutensilien. Was wohl damit auf sich hat? Verloren. Du verdienst es. Beende es. Puh, dann wollen wir mal. Okay. Er hat mit irgendwas noch angefangen als Zeichnung. Get it right. This time. Mach's diesmal richtig. Auf in das Chaos. Nein. Ich kenne das aus PT. Nein. Okay, komm. Just do it. Ich gehe lieber mal ein bisschen vorsichtiger. So ist das Fenster offen. Oh oh, verschlossene Türen bedeuten nie was Gutes. Kann ich hier irgendwas Licht anmachen? Tatsächlich. Fühle mich ein bisschen wohler dann. Oh, es kaum einen Unterschied macht. Okay. Kann man das Fenster zumachen? Tatsächlich nicht, okay. Es regnet einfach hier rein. Leerer Raum. Kommen wir hier wieder raus?